Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja genau, Oliver, ist okay. Nur weil du neulich Rise of the Tomb Raider Blood Trials gespielt hast, jetzt auf meinem Kanal ansehen, das Let's Play, heißt es nicht, dass Tomb Raider 5 natürlich ein Rise of the Tomb Raider ist. Also so weit wollen wir aber nicht gehen. Ja, wir haben hier aufgehört vor ca. 5-6 Wochen. Also für euch sind es ein Tag. Für mich sind es 5 Wochen seit dem letzten Part dieses Spiels, denn nachdem ich die zwei letzten Parts aufgenommen hatte, und ich sage das jetzt an dieser Stelle nochmal, obwohl ich es in Blood Trials, einem wunderbaren DLC, den ihr euch jetzt bei mir auch angucken könnt, auch schon mal gesagt habe, ich hatte halt im letzten Monat viel Stress, viel um die Ohren, weshalb ich halt nicht weiter zocken konnte, dieses wunderbare Spiel. Und deswegen werde ich jetzt vermutlich richtig Kacke spielen. Aber egal. Wir haben hier eine Tür, die können wir aufmachen. Ist das nicht toll? Und dann finden wir hier links ein Side-Viewing-Ding, keine Ahnung. Und ja, ich habe gerade eben schon mal ganz kurz reingespielt mit meinem Restwissen, was ich noch, als ich das letzte Mal die Komplettlösung geschaut habe, hatte. Von daher, ich weiß ein wenig über dieses Spiel. Nicht viel, aber ein bisschen. So, combine with Laser Sight. Warte mal, kann ich die Laser Sight auch mit den Waffen? Nein. Schade. Ja, ich weiß noch ein bisschen was, weil ich hatte beim letzten Mal vor 6 Wochen mal in die Lösung reingeschaut, um hier ein bisschen voranzukommen. Weil wir an dem letzten Part, glaube ich, auch nicht so wirklich vorangekommen sind. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Also zumindest so ein bisschen, denn meine Informationen sind 6 Wochen alt. Und das ist cool. Und hier haben wir jetzt eine Tür. Und dahinter ist, ich kann es nicht zeigen, weil das Spiel mich gerade nicht lässt. Dahinter ist der zweite Schlüssel, den wir brauchen. Und das ist doch cool. Deswegen nehmen wir den mit. Und wir müssen aber vorher dieses Schloss aufschließen. So, wunderbar. Dann wechsle ich aber gleich mal wieder die Waffe. So, ich verdrücke mich 10-mal, aber das ist okay. Irgendwer muss ich ja verdrücken. Das wäre langweilig, wenn ich das nicht tun würde. So. Ja, was sind das? Viecher, egal. Töten die mich? Ist mega. Ja, wir haben jetzt den zweiten Sonnenschlüssel oder den ersten oder fragt mich nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist, wie gesagt, 6 Wochen her. Ich hätte gerade eben auch nochmal in das Let's Play reinschauen können. Ah ja, vergessen. Ich wollte es eigentlich machen. Habe ich vergessen. Egal. Und ich hoffe auch, dass alles gut geht, denn ich bin mittlerweile komplett umgezogen. Und Gott, die Viecher machen mir tatsächlich Schaden. Also umgezogen, sprich die ganze Technik wurde abgebaut und wieder aufgebaut. Aber naja, in Tomb Raider Blood Trials ging es ja irgendwie gut. Folgen die mich hierher? Wollen wir nicht. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das hierfür auch gilt. Ich mache zwischendurch übrigens auch mal wieder ein paar Livestreams für die Leute, die vielleicht auch nur hier reingucken. Ich streame in letzter Zeit viel casual, so ein bisschen Forza Horizon. Einfach abends, wenn ich Lust habe, mache ich es an. Und ja, das wird euch jetzt nicht viel bringen. Ich habe vielleicht in den letzten Tagen ein bisschen Red Dead Redemption gestreamt. Einfach nur, weil jetzt der zweite Teil angekündigt wurde und Gott, war der Trailer doof. Aber immer noch. Nee, eigentlich war es nicht besser, das von Nintendo Switch. Ich fand die Nintendo Switch tatsächlich besser. Oh mein Gott, ich kann jetzt wieder über aktuelle Themen reden, so was ich letztes Mal, glaube ich, machen wollte, aber dann irgendwie nicht gemacht habe, weil dann alles kaputt ging. Und ja, jetzt könnte ich über aktuelle Themen reden, wie so Red Dead Redemption 2 wurde angekündigt und die Nintendo Switch, aber das habt ihr sicherlich alles mitgekriegt und ach naja, so sehr drüber reden will ich da eigentlich auch nicht. Find den Trailer der Nintendo Switch recht interessant, muss ich sagen. Aber das ist es dann auch schön. So, und jetzt ist die Tür offen und wir können dahin gehen, wo Wasserspeier sind. Und Gott, ich habe keine Ahnung mehr, was dort zu tun war. Ich hatte mir diesen Speedrun oder den Komplettlösung damals angeguckt und dachte mir so, wow, wie soll ich da denn überall drauf kommen? Aber mal schauen. So, ich schätze mal, ich soll erstmal zur Tür gehen. Gut, Cutscene. Gucken wir uns die erstmal an. Danach rede ich noch ein bisschen über Nintendo und Red Dead Redemption und vielleicht auch nicht. Mal schauen. Rodents, I wouldn't wonder. Big rodents. What? Idiot. Idiot! What does the cowboy hope to achieve with this mindless firing? Ain't mindless? Ain't we trying to kill her anymore then? You were kicked in the head by a horse, we? So the brain doesn't work correctly? How'd you know about that?
Never mind. Never mind. We wait until she collects the other pieces. In this fashion, we have the full price at no extra effort. You is one clever cookie, boss. Comparatively, yes. Come, let's get off this roof. Comparably, yes. Sehr gut. Ja, Nintendo Switch. Recht interessantes Konzept, erinnert mich aber sehr an mein Nvidia Shield Tablet, was ich schon rumliegen habe. Seltsamerweise hat das einen Nvidia Tegra Prozessor drin, wie die Nintendo Switch. Ich kann es überall hin mitnehmen, wie die Nintendo Switch. Ich kann es via HDMI an den Fernseher anschließen, wie die Nintendo Switch. Und ich kann auch Controller anschließen, sogar Nintendo Remotes. Ich habe kurz überlegt, als ich das gesehen habe und mir so dachte, wow, das ist ja nicht nur exakt wie die Leaks, sondern halt, ja, auch noch das Lächerlichste, was Nintendo seit langem produziert hat, irgendwie. Habe ich mir überlegt, ob ich so ein Fake-Nintendo-Switch-Unboxing mache oder so, wo ich einfach mein Nvidia Shield-Tablet nehme und so tue, als sei das die Nintendo Switch. Es sieht auch fast genauso aus. Aber ja. Habe ich dann doch sein lassen, oder ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich es nochmal. Cutscene. Irgendwas war mit der Glocke. Irgendwas ist mit dieser Glocke, was wir tun müssen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe so das Gefühl, dass das Spiel uns das sagen möchte. Muss ich vielleicht einfach drauf schießen? Also ich würde jetzt nicht drauf kommen, aber ich glaube, sowas habe ich im Video gesehen. Wir versuchen es mal. Gott, ich will immer den rechten Stick zielen, aber es klappt nicht. Yay. Okay, das war... Ich glaube nicht, dass ich da drauf gekommen wäre, wenn ich das Spiel so gespielt hätte. Andererseits deutet er in das Spiel das ja irgendwie an, aber... Pff. Ach, guck mal, noch eine Laser-Side. Warum? Noch eine. Kann ich vielleicht noch einen zweiten Revolver oder so finden? Revolver-Munition. Sehr nice. Gut, hier geht's nicht lang. War hier rechts nicht noch irgendwas? Da rechts war auch noch irgendwas. Falsche Taste, Oliver. Springen, festhalten, hochklettern. Das habe ich noch drauf. Ah, scheiße, was war meine G-Taste? Die hier? Sehr gut. Oh Gott, wie war das? Scheiße, ich habe nicht gespeichert, nicht wahr? Ah, fuck, ich habe nicht gespeichert. Oh, fuck. Oh, das war gerade schön. Ah, fuck. Na gut. Egal. Überlege, sage ich zu Nintendo Switches noch irgendwas? Ich finde es jetzt von den ersten Trailern nicht so, dass... Weiß ich nicht. Ich habe auch nichts erwartet, muss ich mal fairerweise sagen. Aber deswegen hat mich Nintendo auch nicht enttäuscht, aber ich weiß nicht, ich halte davon nicht viel. Ich glaube, es ist jetzt hardcore vom Preis abhängig, ob das Ding was taugen wird. Und das wird sie zeigen. Was ist das da? So, versuchen wir das jetzt mal ein bisschen hier auf schnell zu machen. Komm schon, nimm das Ding auf. Dreh dich um. Lauf weg. Yeah. Und Red Dead Redemption 2, muss ich sagen, grafisch sah der Trailer sehr schick aus. Inhaltlich war ja eigentlich gar nichts. Und von daher schenke ich mir dazu jedes weitere Argument, denn es wird sich zeigen, wie gut das Spiel ist, wenn es dann einen neuen Trailer gibt oder sowas. Aber so ein bisschen freue ich mich drauf. Ich meine, ich spiele gerade nochmal mit einem Kumpel Red Dead Redemption 1 durch, einfach nur, weil er ist PCler, Hardcore, hatte glaube ich nie wirklich eine Konsole. Also zumindest nicht die, wo Red Dead Redemption erschienen ist, und deswegen spielen wir es gerade nochmal gemeinsam. Weiß nicht, ob wir es durchspielen, aber auf jeden Fall spielen wir es halt gerade nochmal. Und ja. Kann ich die Katze nicht wegklicken? Welche Taste war Escape? Okay. Nur für den Fall, dass ich es brauche. Wo war ich jetzt? Ach ja. Spiele das gerade noch mit einem Kumpel. Und ja. Wir haben festgestellt, wir sind alt, weil das Spiel ist schon 6 Jahre alt und das macht einem doch schon irgendwie fertig.
Mist, ich kann die Katze nicht wegklicken. Oh, das tut mir jetzt leid. Kann sie wirklich nicht wegklicken. Ich drücke auf Escape und nichts passiert. Also vermutlich kann man sie nicht überspringen. Echt auf Enter? Leertaste? Ich hab da alles nicht. Tja. Naja, ich kann hier ein bisschen weiterreden, weil die Cutscene ist jetzt nicht so wichtig. Und hoffentlich nicht so laut. Ich weiß auch gar nicht, ich bin gar kein so großer Fan von Red Dead Redemption 1. Ich hab's vor 3 Jahren durchgespielt. Das habe ich in meinem Savegame gesehen auf der Xbox. Das ist von 2013. Und da habe ich es halt nochmal gespielt, also zum ersten Mal, glaube ich, gespielt und ich fand es damals ganz okay. Die Open World hat mir relativ gut gefallen, weil sie war nicht so riesig, aber auch nicht zu klein, sie war schön kompakt. Aber ich merke gerade, jetzt gerade, wo ich das nochmal mit meinem Kumpel spiele, die Steuerung ist doch hart kacke. Also so ein Third-Person-Shooter sollte sich eigentlich fluffiger spielen. Ich habe selbst das Gefühl, da steuert sich hier Lauer in den alten Tomb Raidern besser als John Marston in Red Dead Redemption. Also irgendwie ist das so historische Verquerung, aber das Spiel steuert sich echt nicht gut. Das ist so, als würde man ihn immer schubsen und dann würde er so träge reagieren. Da können die Entwickler gerne noch nachbessern. Aber sonst, eigentlich ganz okay. Die Shootouts sind total langweilig, finde ich. 90% der Zeit bist du nur mit dem Pferd unterwegs. Ist auch geil. Ich habe wirklich festgestellt, die meiste Zeit reiten wir bloß. Und ja, wir haben es jetzt in unserer ersten Play-Session, haben irgendwie 4 Stunden gespielt und sind bis knapp zum ersten Boss gekommen, glaube ich. Also wo man hier Fort Mercer einnehmen muss. Ich glaube, da fehlen nur noch 1, 2 Sekundärmissionen davor und dann können wir Fort Mercer einnehmen. So für die Leute, die das interessiert. Oder die das, weiß ich nicht, das Spiel kennen. Die wissen, wovon ich rede. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede. Ist kein Spoiler, macht euch keine Gedanken. Was Fort Mercer ist, das kriegt ihr in den ersten 2 Sekunden des Spiels mit, glaube ich. Also, und zumindest im Tutorial. Ah, komm! Schwierig, schwierig. So, und jetzt erstmal speichern. Safe Game. So, wunderbar. Gut, ich kletter aber jetzt trotzdem nochmal darüber, weil ich glaube, hier unten war der geheime Geheimgang und den ignoriere ich jetzt erstmal. Hoffentlich wird mir das nicht zum Fehler, das war die falsche Taste. Und, okay, diesmal hat's geklappt. Super. Ah! Wie unhöflich, wie unhöflich, wie unhöflich! Warum steckst du die Waffe bei mir weg? Aber was sollte das? Gott, oh Gott. Das war jetzt aber unangenehm. Was habe ich noch an Health Packs? Ich habe noch 2 kleine und 2 große. Dann use ich mal ein kleines. Ach, hat mich perfekt fast wieder voll aufgefüllt. Das ist ja schön. Jetzt weiß ich, glaube ich, dass ich in irgendeinem Satz war, aber ich habe es vergessen. Red Dead Redemption, Fort Mercer, kein Spoiler. Ja, ist ein nettes Spiel. Ich weiß nicht, was die Leute alle an dem Ende finden. Das fand ich damals nicht so geil. Aber naja, jedem das seine, ne? Falsche Taste. Okay. Egal. Nein! Egal, ich habe gespeichert. Fick das Spiel. ja, zurück zu Tomb Raider. Ich habe neulich den DLC zu Rise of the Tomb Raider gespielt. Der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und lässt einem fast wieder wehmütig werden zu dem hier, weil, naja, es halt nicht dasselbe ist. Falsche Taste. Ah, das hat die Tür aufgemacht. Das ist ja schön. Muss ich nur noch rausfinden, was eigentlich unten gegangen war. Ach ja, und irgendwie finde ich es schade, dass Rise of the Tomb Raider jetzt so bald zu Ende ist. Ich habe ja noch diesen Zombie-DLC und den Koop-DLC, den ich mal spielen könnte, aber will man das? Man nicht. Okay. Das verwundert mich jetzt ein wenig. Schade. Was hat dann die Glocke aufgemacht? Oder hat die Glocke den Gang nach links aufgemacht? Das könnte sein. Ja, wir werden es nie rausfinden, weil ich nicht erforscht habe. Okay, das war schnell das Speichern. Joa,
irgendwie gibt es jetzt demnächst kein Tomb Raider mehr, ne? Also, bin schon ein bisschen vorbereitet für die Spiele nach diesem Ding hier. Also, ich habe schon mittlerweile sind meine Vorbereitungen für die großen Specials, die gar nicht so groß sein werden, aber halt für die Tomb Raider-Titel, die ich hier schon mal let's played habe, gehen meine Vorbereitungen gut voran. Was heißt schleppend, aber gut. Und ja. Alles dann zu gegebener Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, alles nach Angel of Darkness zu machen. Das gehört ja auch mit zur Reihe. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird lustig, hoffentlich. Hoffentlich klappen meine Sachen so, wie ich es geplant habe, weiterhin. Und ja. Ich habe mir für Legend und Underworld was Schönes ausgedacht. Anniversary sind wir im Grunde schon durch. Und ich glaube, Tomb Raider 13 und Rise of Tomb Raider muss ich nicht nochmal was machen. Oder ich lasse mir dazu noch was Schönes einfallen. Mal gucken. Ein Hebel. Das könnte man eigentlich machen. Und mal gucken, ob man da irgendwie was Schönes sich so ausdenken könnte. Ein Vogel. Oh, jetzt ist es ein weißer Vogel. Sehr gut. Irgendwas war mit diesen Vögeln. Ich glaube, die musste man bewegen oder irgendwie so ein Scheiß. Was ich jetzt vermutlich auch normal ausprobiert hätte, wenn ich in dem Spiel wäre. Keine Ahnung. Schau mal, ob man so bewegen kann. Bisschen drehen und mal interagieren drücken. Okay, jetzt passiert was. Das ist ja schon mal was. Wow. Okay. Okay. Jetzt muss ich nochmal schnell links gucken, ob da auch noch ein Hebel war, den ich übersehen habe. Wie lang waren diese Parts eigentlich? Waren die 20 Minuten oder waren die eine Viertelstunde? Die Tomb Raider Parts. Vergessen. So. Das ist nicht gut. Überlege ich nämlich, muss ich jetzt schon den Schluss machen, weil ich dann über der Zeit wäre oder später. Ich hab's voll vergessen. Wie weit kommt das Vieh rein? Kann ich hier stehen, ohne getroffen zu werden? Gut. Okay, kann man so irgendwie schneller klettern? Ach, ich mache jetzt einfach die 20 Minuten voll. Ist egal. Jetzt frage ich mich, wäre die Sache einfacher geworden, wenn ich den Vogel nicht betätigt hätte? Oder hätte ich hier überhaupt weitermachen können, ohne dass ich den Vogel genommen habe? Jetzt bin ich verwirrt, aber ist egal, das Spiel geht gerade ganz gut voran. Und ich weiß nicht, ob es das tut, weil ich halt das Wissen aus der Komplettlösung habe. Oder weil das hier einfach relativ gut designt ist, würde ich sagen. Ich glaube, both. Also, lass mich raten, du explodierst jetzt auch. Schwarzen Raben wird eine weiße Taube. Also vermutlich weiße Taube. Gut, hat geklappt. Bin begeistert. Dann drehe ich jetzt auch mal an dem anderen Vogel und schau mal, was passiert. Oder mache ich es spannend und schiebe ich das in den nächsten Part. Wisst ihr was? Ich mache es spannend und schiebe das in den nächsten Part. Und daher sehen wir uns dann hier wieder bei Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider Chronicles. Jetzt, demnächst geht's weiter in diesem Spiel. Tschüssi. Gott, bin ich fertig.